So, hallo, wir machen weiter bei Things. Wir sind auf einem guten Weg. Und zwar wissen wir jetzt im Prinzip, wo es alles, ja, was, wo es weitergeht, was es alles noch zu tun gibt. Wir haben den vollen Überblick letztes Mal bekommen. Und das beginnen wir, indem wir hier jetzt erstmal diese beiden Level hier spielen werden. So, mal gucken, ob wir beide einen Part bekommen oder ob wir mehr Parts brauchen. Je nachdem, ob ich mich in der Lage fühle, die normal zu spielen oder ob ich halt Save States einsetze. Wir werden sehen. Harrier ist jedenfalls das erste Level. Chillige Mooma. Okay. Boon has instant cape flight. Ich wollte gerade sagen, ich flieg direkt los einfach. Was zur Hölle? Whenever you jump, you will be put into cape state. You don't even need to hold X or Y. Ja, das habe ich gemerkt. Hui! Okay, das könnte interessant werden. Okay. Aber komme ich dann auch wieder raus? Also wie man es gewohnt ist, oder? Nee, also man kommt nur raus, wenn man landet. Okay. Das ist interessant. So. Wir spielen das mal mit States, ne? Und dann kann ich gucken, ob ich auch ohne spielen möchte. Okay, irgendwie muss. Ah! Gecheckt. Das ist ja super cool. Das ist ja super cool. Yo! Hi! Okay, wie komme ich? Ich kann die nicht wegdrehen. Logischerweise. Ich kann aber umdrehen, ne? Soll ich umdrehen an der Stelle? Wahrscheinlich soll ich an der Stelle umdrehen, okay. Aber wohin drehe ich um? Ah, die gehen da kaputt! Ah, oh, das war ja geil. Oder hätte ich jetzt irgendwie stampfen müssen? Scheiße. Schlechter State, oder? Nee, geht sogar. Ah, okay, verstanden. Ah, hätte ich wieder stampfen müssen. Okay, aber da muss ich. Wie muss ich denn da stampfen am blödsten? Ja, da müsste ich noch ein bisschen höher kommen. Dass ich dann. Genau. Ich glaube. Also, wir können es dann mal spaßeshalber probieren. Oh, shit. Wir können es dann mal spaßeshalber probieren ohne Save States. Aber ich glaube fast. Das ist für mich in Ordnung so an der Stelle. Weil es macht mit Save States macht Spaß, aber es fühlt sich jetzt auch nicht so an, als ob es jetzt super leicht wäre ohne. Oh, wo muss ich denn da stampfen? Ach doch, wieder hier, ne? Ja. Ja, aber dann, wo geht's denn da wieder hoch?
Ach, ich bin blöd, ich komme ja hier raus. Okay, alles klar. Da ist auch schon der Midway. Deswegen denke ich fast, es müsste mit dem Drehsprung da hoch leichter sein. Yes! Das ist vor allem geil, weil der Drehsprung, der hält. So, der geht nicht wieder weg. Das Ding, der geht wieder runter. Ach so! Ja, habe ich gerade schon genutzt. Wird mir jetzt erst gesagt. Okay. Oh, weil man jetzt... Oh, weil man jetzt so fliegen kann. Oh, das ist auch geil. Okay. Okay, das probieren wir erstmal wieder ohne States. Das könnte ich mir cool vorstellen. RIP. Dann muss ich hier warten, bis die durchfliegen, wa? Das ist... Es ist halt auch echt gut zu steuern. Also muss man sagen, es ist wirklich... Spielt sich wirklich gut. Das Warten hier ist ein bisschen doof, aber... Ehrlich gesagt... Vielleicht setze ich hier einen State... Weil bis dahin komme ich immer. Fast immer. Es ist jedenfalls keine Schwierigkeit, hier hinzukommen. Und dann hier zu warten. Nee, das setzt man den State nachher gleich. Ja, das ist jetzt ist okay. So, hier setze ich einen State. Zack. Der tut nicht weh. Geht dann nur um das Warten. So. Ah, ich wollte schon... Okay, ich wollte schon sagen, ich muss vorsichtig dagegen fliegen. Ja, dann hätte ich mir das Ganze jetzt sparen können. Ich wollte vorsichtig dagegen fliegen, dass ich den nicht öfter auslöse. Ja, moin. Der geht einfach direkt kaputt. Also ich muss einfach nur einmal dagegen fliegen und dann ist es ein Block. Das macht es natürlich angenehmer. Wenn man mal treffen würde. Ja, ne? Und ich dachte so, ich muss jetzt die ganze Zeit dann abpassen, dass ich den richtig erwische. Der geht einfach kaputt. Also das passt dann. Ist. Okay. Nein. Aber ich will dann schon nochmal kurz, also ich probiere dann schon kurz nochmal den Anfang auch ohne States. Aber ich glaube fast... Der Anfang ist mir doch mit States lieber an der Stelle. Wir haben echt viel von dem Heck ohne States gespielt, aber wie gesagt, ich will auch irgendwann fertig werden. Und es beschwert sich halt keiner. So, das ist das Ding. Also würden sich jetzt Leute in den Kommentaren beschweren, so von wegen, oh, wir wollen unbedingt mit States sehen, dann wäre ich ja wahrscheinlich eher motiviert, aber eher beschweren sich die Leute, wenn ich nicht state, weil es dann länger dauert, also ne? So ein bisschen ja, verliert man da dann halt die Motivation. So. Aber das hier will ich schon, also das hier fühlt sich jetzt zum Beispiel viel zu leicht an mit States. Deswegen, das will ich schon ohne spielen. Das andere hat sich halt nicht zu leicht angefühlt. Ach komm. Nein, ich teure euch Trottel.
So. Nein! Wir sind noch nicht weiter als diesen Screen gekommen. Das ist ein bisschen schade. Ah, Trottel. Du Trottel, du. Blöder. Da und runter. Einfach nur runter. Na, oh! So. Es ist doch nicht so schwer, da einfach wieder runter zu gehen, ey. So. Jetzt da hoch. Mist! Nein, ich... Also manchmal... Aber ich finde es lustig, dass hier nochmal blaue Münzen sind, so nach dem Motto, hey, du solltest hier spinnen. Ja, das tut man doch eh die ganze Zeit, man kommt ja gar nicht mehr raus aus dem Ganzen, ohne zu landen. Vor allem hätte man ja gar keine Möglichkeit, hier wieder abzuheben. Also, dass ich da hoch muss, ist ja irgendwie klar. Aber gut, pack Münzen hin, ist in Ordnung, Sweet Dude. Na, Mann! Stelle. Ist doch nett. Wir waren doch schon oben. Lass mich doch einfach wieder hoch. Wie wär's? Was hältst du davon? So. Schaffen wir es jetzt einmal hier noch dran vorbeizukommen? Das ist doch eigentlich nicht schwierig. Bitte, geht doch. Okay, was kommt jetzt? Ich habe das Gefühl, ich sollte hier kurz wieder normal sein und dann da drüben erst wieder losfliegen, aber keine Ahnung, ich komme hier doch normal durch. Also, wozu? Wozu soll ich hier weg... Wozu soll ich da wechseln? Ja, jetzt kommen wir hoch, na bitte. Ich meine, vielleicht ist es angenehmer, dass man dann die Plattform da nicht hat, aber hey, ich check jetzt nicht. Oh! Shit! Ich muss stampfen zwischendurch. Okay. Wie? Wie komme ich da in den Stampfmodus? Okay, doch, ich glaube, ich weiß wie. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, das wird nicht angenehm. Das werden wir staten. So, dann sind wir wieder hier oben. Ich setze mal den State. So. Ja, okay. Ja, okay. Das, ja, hätte ich jetzt nicht staten müssen. Ja, ist in Ordnung. Ist okay, geschenkt. So, jetzt gehe ich da einfach durch, oder wie? Ich sehe jetzt nicht, was das Problem mit dem Kollegen sein dürfen sollte. Kann ich den nicht kaputt drehen? Was? What? Wieso kann ich den nicht kaputt drehen? Schiebung. Ist der unverwundbar oder was? Ist los? Also normalerweise müsste ich ihn kaputt drehen können. Krieg ich nicht kaputt. Man muss sich halt wahrscheinlich nur unter ihm hindurch, aber okay. Ich will trotzdem mal probieren, ob das überhaupt gehen würde. Nee.
Na gut, dann halt unten durch. Oh, ich muss mich ducken. Zusätzlich. Oh, und dann fliegen wir hier wieder. Okay. Ja gut, an der Stelle fühle ich die Stats dann schon wieder ein bisschen mehr. Mond! Okay, da muss ich... Oh, da muss ich jetzt gut fliegen, dass ich an den Mond rankomme. Wobei, warte. Nee, muss ich nicht. Weil... Nee, okay, muss ich doch. Okay, muss ich doch. Okay. Aber ist in Ordnung. Da muss ich nochmal... Ich meine, an sich mag ich ja die Flugphysik. Und spiele damit gerne so ein bisschen rum. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das will ich ohne States machen. Das will ich ohne States machen. Ja, man muss nämlich nur so ein bisschen langsamer werden. Dann kann man dann nämlich sehr schnell an Höhe gewinnen. Ah! Und immer wieder hin und her drehen. Das ist eigentlich ganz cool. Das mache ich ganz gerne. Ja, perfekt. Genau das. Yes! Nein! Scheiße, jetzt muss ich es nochmal machen. Nein! Okay, aber den Schluss hier machen wir ohne States. Das sehe ich nicht ein, hier zu staten. Okay, sehr gut. Nice. Sehr schön. Nee, ist in Ordnung. Ich probiere jetzt nicht nochmal den Anfang ohne States, weil ich habe jetzt da hinten auch nochmal gestatet. Das passt schon. Das passt schon. Wenn ihr was dagegen habt, schreibt es mir. Oh, hier gibt es ein neues Level noch. Okay, Fliff gibt es da jetzt noch. Dann spielen wir erstmal Fliff. Oder Fliff. Oh, wir behalten die Fee. Also, was heißt wir behalten? Aber wir das ist wieder ein Fluglevel. Also, tatsächlich hat es mit Fly zu... Jo, es bleibt einfach der Effekt. Oh. Oh je. Aber kann ich denn nicht auch den hier machen? Hallo, irgendwas? Der muss weg. Wie geht der weg? Ich meine, ich sehe, dass ich normal fliegen soll eigentlich, ne? Aber wir probieren es jetzt halt mal. Ja, wie geht der weg? Muss ich hier stampfen oder so? Ah, Tatsache. Jetzt machen wir wieder auf. Wir machen wieder auf. Hä? Jetzt geht's nicht mehr auf, oder was? Wieso geht's jetzt nicht mehr auf? Also, wieso wechselt der nicht mehr? Irgendwas habe ich verpeilt. Also mal abgesehen davon, dass ich, wie gesagt, hier normal fliegen soll. Und nicht drehsprungtechnisch. Aber ich will erstmal verstehen, was Sache ist. Guck mal hier, ne? Die sind so.
Und der stellt oben... Ah, der kann nur der obere kann wieder umstellen, oder wie? Nur der obere kann wieder umstellen, scheinbar. Okay. Ah, dann ist das wahrscheinlich die Break-Sicherung, dass man hier nicht... Okay. Also muss ich es so machen. Ich glaube, ich habe es verstanden. Und dann hoch. Ja, okay, verstanden. Wieso lade ich den State eigentlich? Ich bin ja dumm. Und dann da hoch, okay. Ich gehe automatisch immer auf State laden, es tut mir leid. Das ist irgendwie jetzt drin, ich weiß nicht wieso. Nein. Aber ich setze auf jeden Fall gleich ein, wenn ich da hochschwebe. Dann müssen wir das hier nicht nochmal machen. Ah, fast. Na, ich wollte schon drücken. Glück habe ich es noch nicht gemacht. Jetzt. Okay. Also, gleiches Spiel wieder. Hin und her. Ja, aber wohin geht's denn dann? Achso, ich sehe jetzt erst, was die auslösen. Okay, einfach da drunter durch. Ja, okay, alles klar. Hä? Aber manchmal reicht's irgendwie nicht, dass der... Hä, bin ich dumm? Jetzt. Verstehe nicht, wieso es manchmal nicht reicht. Nee, das ist zu niedrig. Muss noch höher kommen. Dafür muss ich aber einfach nur ruhiger drehen. Ja, genau so. Okay, und da muss ich wieder stampfen. Noch ein bisschen höher. Bin noch zu lang. Ich bin noch zu schnell. Ja. Come on. Ich glaube nicht, dass es so reicht. Nee, weil ich dann... Ah. Okay. Ah, Spin Jump. Okay. Mhm.
Jetzt passt's. Okay, so, was haben wir jetzt hier? Die soll wahrscheinlich nicht abhauen. Die muss ich da entlang führen, dass die den hier drückt. Okay. Ja. Mist. Ich will die kaputt machen, nicht nur andrehen. Nein. Nein. Gibt's doch nicht. Ach komm schon! Menschenskinder. Aber was sollst du eigentlich mit der. Was hat's mit der da unten auf sich? Ah, auf der muss ich normal losfliegen dann wieder wahrscheinlich. Na bitte. Ja, genau. Auf der muss ich landen und dann wieder fliegen. Und dann sind wir beim Midway Point. Okay. Puh. Weiß nicht, ob ich das ohne States. Weiß ich nicht. Ist schon einiges, was man mit dem Flug machen muss. Und geht halt... Mit einem Fehler geht's halt sofort schief. Weiß ich nicht. Huch. Weiß ich nicht. So. Erstmal wieder gucken. Erstmal mit Drehsprung wieder gucken. So, also die fliegt da lang. Hier muss ich irgendwie dran vorbeikommen. Hier weiß ich noch nicht. Wie komme ich an der... Hä? Da muss ich ja dann kurz runter. Ja gut, muss ich halt wahrscheinlich kurz loslassen. Ja, okay. Mhm. Okay, wusste ich auch nicht, dass das so einfach geht. Aber liegt wahrscheinlich daran, dass man hier diese spezielle Flugtechnik hat. Ja. Scheiße. Nee, Mann. Ach, das ist doch doof. Und da spinjump ich dann, oder was? Okay. Scheiße, zu bald. Zu bald wieder hochgezogen. Ah! Diese zwei hinteren immer. Oh, okay, und jetzt kommt... Und jetzt das Ganze nochmal mit Spinjumps, okay. Oh. Oh boy. Aber eine coole Idee auf jeden Fall. Hm. Aber nicht so leicht. Und jetzt? Ah, ich muss dazwischen landen. Okay, ich glaube, der State ist in Ordnung. Okay, die fährt jetzt da oben rein und löst es aus. Und das war's jetzt mit der Shell. Mit der Shell ist jetzt kein Wettrennen mehr, ne? Ich kann jetzt ganz normal, glaube ich, chillen. Ja, sieht normal aus, okay. Okay, da ducke ich mich.
und dann machen wir wieder den normalen Flug, okay? Ach. Bruder. Nein, da muss ich mich wieder ducken. Okay. Da ist das Ziel. Okay, alles klar. Fühlt sich jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht so an, dass ich sage, ich habe es mir jetzt durch die States zu einfach gemacht. Also es hat sich schon noch schwer genug angefühlt, muss ich gestehen. So, jetzt muss ich hier irgendwie... Nein, ich muss den Mond mir holen. Oder kann ich einfach schneller? Nee, ich glaube, schneller wird nichts. Ich glaube, ich muss einfach drehen. Und dann halt wieder nach oben kommen. Nein, jetzt so. Okay, nein! Oh, das ist ganz, ganz schlechter State. Geht da überhaupt noch was? Ah, ich glaube, den habe ich mir verbaut. Na, ich glaube, der ist schlecht. Ja, der ist besser. Ja, der ist, das ist, was ich eigentlich staten wollte. Perfekt, genau das wollte ich. Meine Güte. Nein, zu niedrig, okay. Schaffen wir aber. Sehr schön. Okay, zwei Fluglevel mit States zugegeben. Aber... Also ich bleib dabei, dass die auch so schon schwer genug waren. Okay. Ja, es waren zwei Level in dem Part, aber nicht die zwei, die ich dachte. Ich dachte nämlich, den hier nehmen wir noch mit. I did Cloud Control, aber den machen wir dann beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und tschüss.